Beruf Milchtechnologe. Abwechslungsreich, technisch anspruchsvoll, krisensicher. Milch, Joghurt, Desserts und Käse. Das alles stellt der Milchtechnologe her. Pascal Wieland und Marvin Karwiger werden bei Friesland Campina Germany in Gütersloh zu Milchtechnologen ausgebildet. Ich habe den Beruf durch die Zeitung kennengelernt und habe dann hier ein Praktikum gemacht, das mir sehr gut gefallen hat. Und ja, dann habe ich mich halt hier um eine Ausbildungsstelle beworben und bin dann auch zum Glück genommen worden. Und da ich ein leidenschaftlicher Puddingesser bin, gefällt mir der Beruf super gut. Mir wurde es eigentlich angeboten, dass ich diese Umschulung machen kann hier von der Firma, weil ich ja schon 6 Jahre hier im Unternehmen bin. Dass man jetzt wieder was lernt in der Ausbildung und vor allem in so einem technologischen Beruf, dass man eben alles vom Labor bis zur Produktion, bis zu den Tanks dann eben mitbekommt, sagt mir sehr zu. In diesem Beruf beginnt alles mit Hygiene. Das war noch in der ersten Woche eine der ersten Schulungen, die wir bekommen haben. Das war die Hygieneschulung, dass wir eben Bescheid wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir müssen zum einen unsere Hände waschen und im Anschluss daran eben durch die Hygieneschleuse mit Desinfektionsmittel dann gründlich verreiben auf den Händen, dass wirklich das letzte bisschen von Keimen, die noch auf den Händen sein können, beseitigt ist. Dann gehen wir durch die Hygieneschleuse und da werden dann noch zeitgleich unsere Schuhe dann sauber gemacht. In der Produktion kontrolliert der 29-Jährige erstmal den Weg der Milch. Hier fließen täglich mehrere hunderttausend Liter durch die Zentrifugen, Erhitzer und Tanks. Der Milchtechnologe stellt sicher, dass alles funktioniert. Wenn jetzt wie gerade zum Beispiel bei der Reinigung die Reinigung nicht weitergelaufen ist, dann gucke ich, woran es gelegen hat und behebe dann den Fehler. Das kann ich alles direkt hier vom Monitor aus machen. Unterdessen lernt der 16-jährige Pascal, was außer Milch noch in den Pudding kommt und wie er die Inhaltsstoffe dosieren muss. Ich wiege hier die passende Menge Karamellpulver ab, damit wir gleich damit weiterarbeiten können. Der Milchtechnologe lernt während seiner Ausbildung mit den vorhandenen Maschinen und Technik umzugehen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Maschine einzusetzen. Und dadurch, dass die Maschinen über Computer gesteuert sind, muss der Auszubildende natürlich auch lernen, mit diesen Computern umzugehen. In dieser Schaltwarte sieht Pascal, wo sich der flüssige Pudding gerade befindet. Hier überprüft er Menge, Druck und Temperatur. Und dann machen Ausbilder und Azubi noch einen letzten Test. Die sogenannte sensorische Qualitätskontrolle. Lecker! Ein angehender Milchtechnologe lernt auch die Arbeit der Maschinenführer kennen. So weiß er am Ende seiner Ausbildung genau, wie der Pudding in den Becher, die Milch in die Tüte und der Käse in die Packung kommt. Der Beruf des Milchtechnologen ist vielfältig und bietet Karrierechancen. Die hat Dirk Dubel genutzt. Heute arbeitet er als Assistent der Werksleitung. Man hat extrem gute Chancen, sich weiterzuentwickeln. Ich persönlich habe es geschafft, vom Gehilfen meinen Meister zu machen und einen weiteren Weg gefunden, in dem späteren meine Ingenieursausbildung an einer Hochschule gemacht. Ein Weg, der auch den angehenden Milchtechnologen offen steht. Und die sind bisher rundum zufrieden mit ihrer Ausbildungswahl. Ich wusste ja, was mich in etwa so erwartet, dadurch, dass es vorher Molkereifachmann hieß. Und es ist ein interessantes Aufgabengebiet. Ja, ist sehr abwechslungsreich. Man hat viele unterschiedliche Aufgaben und ja, man hat auch schon eine große Verantwortung. Die Ausbildung zum Milchtechnologen. Vielfältig. Technisch interessant, ein Beruf mit Zukunft.